Ja, Freunde, und damit seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja, Freunde, wie ihr sehr wahrscheinlich zu 100% an dem Audioton hören könnt, nehme ich diesmal nicht mit meinem Mikrofon auf. Nein, es kam ja auch jetzt 2 oder 3 Tage kein Video. Ich hatte ja öffentlich gepostet, es gibt ja jetzt bei YouTube dieses neue Kommentarsystem, wo man öffentlich an alle Mitabonnenten posten kann auf die Startseite, dass ich leider Probleme mit meinem Mikrofon habe. Das funktioniert nicht mehr richtig. Und es nimmt nur noch Mono auf, was ja bei der ersten Folge der Fall war, was mir wirklich sehr leid tut. Und ja, sehen, wir haben die Bugs immer noch. Das ist jetzt die 1.14.1 übrigens. Ja, Freunde, ich habe mir provisorisch, bis ich mir ein besseres kaufen kann, ein Headset zugelegt. Ja, ein Trust-Headset, no product placement, für 15 Euro, Freunde. Hört man bestimmt am Sound. Ich hatte leider nicht mehr Startgeld hier zur Verfügung. Wie gesagt, ich muss meinen PC und so bezahlen. Deshalb muss ich noch warten, bis jetzt wieder bis der nächste Monatsgehalt auf der Bank ist. Und dann, ja, gucken wir mal, ob ich mir dann binnen nächsten Monat ein richtiges Gamer-Headset hole, weil ich habe doch vor, zu einem Headset zu wechseln. Es ist wirklich sehr gemütlicher. Der Klang, ich muss sagen, für 15 Euro, es geht klar. Es gibt Schlimmeres. Es rauscht kaum. Es geht wirklich klar. Ist jetzt hier out of the box direkt Plug and Play, Freunde, frisch gekauft. Ja, Freunde, was kann ich noch dazu sagen? Ja, ich würde mir wahrscheinlich ein Razer-Headset holen oder so. Und die sind ja eh High-End. Da ist ja vergleichbar fast mit dem Mikro schon. Und ich baue mal hier die Kohle ab, die wir ja schon in der letzten Folge abbauen wollten. Ja, Freunde, ich hoffe wirklich, ich entschuldige mich wirklich für den vergleichbaren schlechten Sound gegen das 300-Euro-Mikrofon. Ne, ist ja klar, 15-Euro-Headset gegen 300-Euro-Mikrofon. Was da natürlich verliert, ist natürlich das Headset. Aber, Freunde, für 15 Euro, es gibt wirklich Schlimmeres, wirklich, es gibt Schlimmeres, Freunde. Und, ja, und wir müssen natürlich auch alle froh sein, also ich meine, das Wesentliche ist ja wenigstens, dass ich ein Video mache und ihr wenigstens ein bisschen Kommentare dazu habt, einen Kommentator, also ich, ja, auch jetzt in einem eher Audio-Sashi-LP-Style 2015, 16 oder so, ja, hier Oldtimer. Aber Freunde, einfach mal eine kleine Reise in die Zeit zurück, vom Sound her. Ja, Freunde, kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen. Und diese Bugs, Freunde, es liegt anscheinend wirklich an der 1.14. Die Version ist anscheinend wirklich so verbuggt, dass wir da echt nichts dran machen können. Ja, wir hatten auch in der letzten Folge hier ja dieses Konstrukt hier errichtet. Und heute würde ich sagen, machen wir mit Stone. Ja, ich habe die Language noch nicht geändert. Naja, ist jetzt nicht schlimm. Ich habe nämlich Minecraft neu installiert wegen den Bugs, aber die sind immer noch da, wie ihr sehen könnt. Ich habe es wirklich komplett neu installiert. Ja, in die Richtung. Sollen wir noch in diese Richtung reingehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde mal schwer behaupten, ja. Dann machen wir hier so eine kleine Trennwand hin. Also ab hier kommt dann eine Trennwand hin. Mein Grindstone, den mache ich weiter hinten hin. Da machen wir uns eine eigene kleine Schmiede, würde ich vorschlagen, dass wir da irgendwie eine eigene Schmiede und so reinbauen. Ja. Und das Geile ist an Headsets, wirklich, ich kann mich jetzt hier gemütlich zurücklegen und spielen, wo ich bei Mikrofon immer so eine ekelhaft gebückte Haltung hier einhalten musste. Nee, so, wenn ich mal meinen Kopf ein bisschen verdrehe, kann es zwar sein, dass wegen des Preises ja kein Surround-Sound und so gegeben ist. Das heißt, wenn ich meinen Kopf verdrehe, dass dann irgendwie nicht 360-Grad-Sound wie beim Mikrofon ist. Egal, von wo du reinredest. Das ist immer Stereo. Es ist zwar ein Stereo-Headset, aber ja. Okay. Für den Preis bin ich zufrieden. Für den Anfang. Und wenn ich keins finde, ich meine, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn man jetzt mal einen Monat damit aufnimmt. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Nach Bearbeitung werde ich nichts machen, weil, ja, da lohnt sich es einfach nicht bei der Qualität.
da muss man schon Nachbearbeitung, ja, ich meine, es rauscht ja auch kaum und was bringt es da noch ein bisschen Bass oder den Bass ein bisschen rauszumachen, was bringt es dann? Ich meine, nicht viel, ist nur unnötig an Arbeit und ja. Wenigstens, man kann ein bisschen kommentieren, weil ich hatte keine Lust, Videos zu machen ohne Kommentation dabei. Das wäre sehr kacke. Oh, wir hatten noch Fackeln. Okay, jetzt haben wir mehr Fackeln. So. Jetzt haben wir hier mehr Fackeln. Können wir jetzt schön hier hinhängen. Und weiter buddeln. Ja, nicht weiter buddeln. Hatten wir noch irgendwo Eisen drin? Ne? Nee, aber Kohle. Kohle. Kohle hatten wir hier. Eisen hatten wir hier. Ich würde sagen, gleich zwei Spitzhacken, Freunde. Gleich zwei Eisenspitzhacken. So. Und das floppt automatisch ins Inventar. Seit wann das ist, kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht verraten. Seit wann das so ist mit dem Ploppen. Die heutige Folge wird auch nicht so lange gehen. Wir haben schon 6:30. Es gibt gleich Abendessen. Eventuell 20 Minuten oder so. Entschuldigt das bitte, dass diese Folge mal nicht irgendwie 27 bis 30 Minuten geht. Beziehungsweise wir wollen es ja zwischen 25 und 30 Minuten immer so halten. Das ist ja ein fairer Deal. Hier soll es ein bisschen so runtergehen. Vielleicht auch so eine kleine Wellness-Oase hier reinzimmern. Wer weiß, Freunde, zu was der Sashi LP alles nötig ist hier zu bauen. Ne? Freunde, das kommt weg. Hier wollten wir ja einen Holzboden reinmachen. Aber ich würde sagen, in der Küche machen wir Cobblestone-Boden. Da machen wir einen Cobblestone-Boden. Wir haben jetzt genug Cobblestone abgebaut. Das heißt, wir können auch jetzt hier schön die Ecken ausbessern. Wir müssen nicht nur hier frisch am Bau unter der Kiste, wo man hier sieht, durch die halbe Blöcke und so, Viertelblöcke oder so, keine Ahnung, einfach durch diesen aufgeteilten Block, der 3D so gesagt hier drin steht und so, ne, weil die Blöcke sind ja größer wie die Kiste hier, deshalb, ja, Freunde, machen wir das halt eben so. Haben auch hier keinen Fuschanbau und wir haben hier eine schöne, ja, das kommt jetzt weg. Ich hoffe, wir sterben nicht bis dahin. Ich glaube, wenn man das Bett abbaut, ist es immer noch so, wenn man das Bett abbaut und man stirbt, dass man wieder am Spawn ist oder beziehungsweise irgendwo in der Welt landet, ist es immer noch so? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es echt nicht. So, das sieht doch schön aus. Ja, und ich habe auch ein sehr nettes Kommentar bekommen in der letzten Folge. Ich hatte ja gefragt nach, ja, ich hatte ja so gesagt, mit Musik und so, ne, das ist ja schwierig, wegen Artikel 13 und so, Urheberrecht, das ist jetzt alles ein bisschen verschärft worden. Ja, Freunde, da hat mir einer geschrieben, ich muss den Kommentator wirklich jetzt leicht enttäuschen, wenn du das Video siehst, ich denke mal ja, dass du das Video sehen wirst. Also, er hat mir geschrieben, dass auf NCS, No Copyright Music, halt eben sehr viele Lieder gibt. Also, beziehungsweise jedes Lied ist ja No Copyright auf dem Kanal. Aber das Problem ist halt, Freunde, ja, ich habe ja bei Minecraft immer so eine gechillte Playlist drinne und nicht irgendwie Techno, Elektro, Hip-Hop oder irgendwas, was da alles hochgeladen wird. Das passt meiner Meinung nach nicht zu einem schönen, ruhigen Minecraft-Let's Play. Ist meine Meinung, eure Meinung. Könnt ihr natürlich gerne die Kommentare schreiben dazu, aber meine Meinung ist einfach, in einem Minecraft-Let's Play gehört diese Art von Musik meiner Meinung nach nicht so rein. So, und hier oben ist mal eine Steinschaufel, weil da brauchen wir eine zu viel. Also, das ist jetzt wirklich meine Meinung. NCS ist wirklich ein richtig cooler Kanal. Ich habe nichts gegen die Musik. Ich höre selber Techno, Elektro, EDM, Hip-Hop, Deutschrap, alles. Aber in Minecraft-Let's Play, ich weiß es nicht. Und die Musik ist extrem laut. Ich vergesse die ganze Zeit. Ich höre meine Stimme ja kaum selber, weil auf dem Headset ja die Musik spielt. Das ist ungewohnt. Ich habe noch nie mit dem Headset Let's Played, Freunde. Aber ich kann mich jetzt schön hier zurücklehnen und Minecraft spielen. Und was suche ich denn eigentlich? Bin ich blöd? Nee, komm, ich baue einfach weiter. Sorry, Freunde, ich baue jetzt einfach weiter.
aber ich weiß echt nicht, was mit meinem Mikrofon ist. Ich meine, das ist jetzt 2 Jahre alt. Vielleicht, ja, 2 Jahre dürfte es. Ja, 2 Jahre ist es alt. So, fertig. Und, Alter, ich weiß echt nicht, was es ist. Selbst am Laptop, es nimmt nur Mono auf. Ist nichts eingestellt. Ich habe am internen Mischpult am Mikrofon rumgedreht. Das sind ja so 2, 3 Knöpfe für den Rauschfilter und so einzustellen und Hintergrundfilter rausfiltern und so. Lautstärkepegel, da kann man nichts mit links und rechts einstellen. Ich glaube, es ist einfach im Arsch. Toll, das hatte so viel Geld gekostet, Freunde. Und ich wette, dieses Headset für 15 Euro. Das habe ich noch, wenn ich ein alter Opa bin. Weil manchmal die günstigen Sachen, die halten manchmal länger wie die teuren Sachen. Ohne Scheiß. Ist mir schon so oft passiert. Handys, hier mein letztes Handy, das S8. Der Akku ist im Arsch. Das Ding ist vielleicht ein 1,5 Jahr alt. Jetzt habe ich ein Honor Smartphone mir geholt für 200 Euro. Der Akku hält über 2 Tage. Also, boah, kann ich mich gar nicht beschweren. Das Ding läuft. Also für 200 Euro. Freunde, das ist heftig. Das Teil ist heftig. Das Honor Smartphone. Alter, ich hätte nie gedacht, dass es wirklich für so einen Preis so ein gutes Smartphone gibt. Natürlich, Abstriche muss man machen bei der Kamera. Und halt beim Display, in der Auflösung nicht. Full HD Plus Display. Ich glaube, das müsste sogar mehr sein wie das von dem neuen P30 Pro. Da wurde ja gesagt, dass es nur ein Full HD Display haben soll, das P30 Pro. Und ja, ich meine, selbst da hat dann dieses Handy eine bessere Auflösung. Meine Mutter hat ja ein iPhone X. Und ja, ich meine, selbst mein Handy dann, also nichts gegen iPhone, ich habe damals selbst ein iPhone, ich finde iPhones mega geil, nur arschteuer, deswegen kaufe ich mir halt eben keins. Damals habe ich es von meinem Vater bekommen, jetzt bin ich ja 18, also 19 und muss es mir selber bezahlen, deshalb kaufe ich mir keine teuren Handys. Vielleicht, gut, ich habe schon Interesse an dem bald kommenden OnePlus 7 Pro, wo ja die Kamera aus dem Gehäuse oben rausfährt, und da habe ich wirklich Interesse dran. Das ist auch ein mega geiles Smartphone. Kostet halt eben zwischen 600 und 700 Euro irgendwas. Aber, naja. Ich bin ja eh am Sparen. Ich war eigentlich am Sparen für ein neues Tablet. Aber, naja, gut. Weiß nicht, Freunde. Ich habe ja eigentlich ein Handy, das sehr gut ist. Das Honor 8X. Ups. Ich glaube, Preis-Leistungs-Sieger 2018 war das sogar. Ja, hier bauen wir ja noch raus. So, ja. Themawechsel. Ja, wie gesagt, Leute, das war, glaube ich, der Preis-Leistungssieger 2018. 2019 müsste das P30 Lite sein oder so. Irgendwas müsste das sein. Ja. Granit. So, den hol ich mir mal hier rein und mache hier eine kleine Granitwand noch rein. So. Da oben kommt eine Decke rein. Eine ganz normale Steindecke. Das da oben lassen wir einfach auf. Da spawnt man ja hoffentlich nichts. Spinnen oder so? Nee. So. Also wie gesagt, Freunde, ich gebe wirklich ungern viel Geld aus für Handys. Weil diese Mittelklasse-Handys, die tun es auch heutzutage. Natürlich, ich bin auch so einer, der guckt gerne aufs Display und so. Und natürlich, mein Handy für 200 Euro, das ist dann natürlich kein AMOLED, so heißt es ja, AMOLED-Panel. Das heißt, was schwarz ist, ist dann wirklich schwarz und so. Also vom Kontrast her. Meins hat ein IPS-Panel, auch völlig okay. Merkt man halt, ups, Alter, das wollte ich jetzt nicht. Merkt man halt nur, sobald man halt eben rausgeht, mit Helligkeiten so auch, das ist auch so ein kleines Problem dann immer. Ja, Holz. Ist alles, was ich habe. So, hier kommt dann so ein kleiner Übergang aus Holz. Hier ist wirklich nur Küchenbereich. Die Musik ist mega arschlaut. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das mit dem Headset so ein bisschen macht. Ach, was mache ich denn da? Ich habe doch die Musik im Hintergrund laufen auf meiner Playlist. Ich bin auch blöd. Ich bin ja auch blöd. So. Aber ja, um nochmal zum Thema halt zurückzukommen, wie gesagt, Freunde, meine Mutter halt, dieses iPhone X, das wollte ich mir auch damals holen,
Aber, boah, da hat über 1000 Euro gekostet. Das war mir mega zu teuer. Und mein Handy ist schneller. Wirklich, in den meisten Apps öffnen ist mein Handy wirklich schneller. Wie das iPhone für umgerechnet 1200 Euro. Die hat, glaube ich, 256 GB oder so. Was auch immer. Meine Mutter spielt nur Facebook-Spiele. Warum auch immer sie sich das geholt hat, so. Aber, ja gut. Grüße gehen raus, wenn die soll das Video sehen. Warum auch immer sie das Video gucken sollte, aber egal. So. Ne? So, Freunde? Oder sollen wir uns hier so ein kleiner... so einen auf edel machen und hier sowas reinbauen? Genau. Ne, Freunde? Das ist doch schon eher was. Hier noch so eine kleine Duschreiche. So. Eine kleine Duschreiche für das Personal. So, hallo, ich hätte gern ein Stück Erdbeerkuchen. Kommt sofort. Dankeschön. Jetzt gehe ich einen schönen Fressen hier in die Ecke. So, und hier stellen wir jetzt auch mal das Bett rein. Und nächtigen uns zu Bette. So, legen uns zu Bette. Oder nächtigen in unserem Bette. Ne? Ja, Freunde. 16 Minuten, da sind wir auch schon bald am Ende wieder. Ja, wir haben ein bisschen was gemacht. Fußboden, Technik, ne? Hier ein schöner Übergang. Ja, da ist der Chef froh. Da zahlt er auch einen schönen Lohn. So. Ja. Hier kommt ja ein Überstand. Hier mache ich ja außen, wollte ich so eine Glasfront reinziehen. Damit man auch hier ein bisschen schön diese wirklich formatöse, schöne Landschaft hier sieht. Ne? Ja, da hinten Sumpfbiom, nicht so schön, aber vom Kontrast her nicht so schön, aber egal. So, machen hier ein bisschen Fusch am Bau. Muss ja keiner wissen. Immer diese Baufuscher hier. Immer wieder die Baufuscher, Freunde. Der Sagi live, der live am live Fusch am Bau hier. Und irgendwann müssen wir auch jetzt hier rauskommen. Genau. Bis hierhin geht dann das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer wird ein bisschen größer. So. Freunde der Sonne. Die Sonne kommt ja schon ein bisschen rein. Finde ich schön. Hier lassen wir auch so, dass hier auch die Mobs vor die Tür kommen. Beziehungsweise vors Fenster. Ne? Damit man die auch hier ein bisschen beobachten kann. Ja. Meine, muss man auch mal gesehen haben. Hier so eine kleine Säule. So als kleine, ja, Stützsäule. So. Ich weiß, es gibt besseres, Freunde. Aber, ja. Hier machen wir noch ein bisschen auf. Ah, jetzt ist hier der andere Raum. Okay, da muss ich dann gucken, wie ich das mache. So. Dann machen wir hier noch raus. Ich würde sagen, hier hört auch dann das Fenster auf. Das heißt, hier machen wir nicht mehr weiter. So, hier kommt noch das weg. Hier noch zwei rein. Zwei Blöcke rein. Und dann haben wir das auch wieder. Dann kann man halt eben hier noch durchgehen oder so. Keine Ahnung. Halt so ein kleines, verzweigtes, so eine Bergvilla hier. Fette Villa auf dem Berg. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, Freunde? Und ich sollte mir die Eisenspitzhacken echt ein bisschen aufheben, aber na gut, wir werden noch sehr viel Eisen finden in diesem Let's Play. Das heißt, wir werden auch schön, ja, das Eisen hier ein bisschen verbraten können. So, hier kommt natürlich Stein hin, wegen dem Glas. Ich muss erstmal gucken, wie ich das hier mache, weil hier ist ja jetzt das Problem, wir haben noch keinen Sand gesammelt. Das heißt, hier können auch ganz einfach mal Mobs reinkommen. Ja, ich würde einfach sagen, mit Erde hier ein bisschen zumachen, ne, Freunde, ein bisschen mit Erde hier zumachen. So, hier kommt nichts rein, außer Spinnen. Ne, kommt nichts mehr rein. So, hier kommt nichts rein. Hier auch nicht. Doch, hier kann was rein. Wieder unten dieses Skelett. Ne, das ist wirklich ein Skelett da unten, guckt euch das mal an. Der kleine Fregat da unten. Der kleine Fregat da unten. Level 14. Durch die ganze Steinbraterei hier. Ja, ich bin Steinbrater vom Beruf. Egal. So.
Ja, der kleine Schlag. Ach komm, ich stelle einfach mal hier hin. Merkt ja keiner. So, ja. Hier werde ich dann auch noch einen kleinen Skin reinpacken. Hier werde ich vielleicht aus einem anderen Stein machen. Mal gucken. Andesite. Mach jetzt auch noch Stone. Wir haben sehr viel Stone. Wie sieht ein Andesit aus, wenn wir den hier reinpacken? Ja, das sieht doch geil aus. So ein Übergang hier. Von dem Diorit auf Andesit. Sieht doch geil aus. Es ist 100% kein Diorit, oder? Granit. Meine Fresse. Ich lerne es nie. Zwei Skelette. Ich lerne es nie. Da hinten dieser Stein sieht noch geiler aus. Nee, den mache ich schon mal weg. Weil da hinten der eine Stein sieht noch schöner aus. Aber den hole ich jetzt noch nicht. So. Wir machen einfach noch ein paar Steinspitzhacken. Einfach noch zwei Steinspitzhacken. Wir werden die eine Spitzhacke mal ein bisschen verschonen, komm. Ja. Nutzen wir halt mal noch eine Steinspitzhacke. Geht ja auch fast genauso schnell. Ja, das ist auch okay. So, hier kommt Cobblestone rein, hier kommt ja eh eine Wand hin. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, das war's von dieser kleinen Baufolge. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Wenn ja, gebt doch wie immer ein Like. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten wieder einschaltet. Wie gesagt, ich entschuldige mich für den schlechten Sound. Eventuell, ja, zuvor natürlich schlechter Sound. Aber Freunde, ich hoffe, ihr freut euch wenigstens, dass wieder ein Video kommt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Und haut rein. Ciao.